wieder da runter. Ich finde es ein bisschen nervig, das mit dem Wechseln. Also ein bisschen nervig ist schon, müsste zugeben. Mann, Mann, Mann. Aber unsere Bilanz ist gut. Unsere Firma wächst und gedeiht. Bilanz von 10.000 hat man in 2070 aber nicht so schnell hingekriegt. Und da hatte ich deutlich größere Städte. Aber egal. So, wo ist unser Weltraumhafen? Weltraumlift. Wir müssen den upgraden. Wir brauchen dazu Manager. Was wollen die denn, dass sie Manager werden? Es ist ein guter Tag. Sie wollen... Achso, die wollen noch Informationen, das kriegen sie noch. Achtung, Unterversorgung ich muss mal mit bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, ganz ruhig. So, auf der Karte haben wir auf jeden Fall mal alles. Hier? Und ich habe nicht mal aufgeräumt. Die wollen Neuroimplantate. Woher bekomme ich Neuroimplantate? Ich kann die hier nicht bauen, oder? Die ganzen Sachen habe ich ja gebaut. Wo sind die Neuroimplantate? Ich verstehe das nicht. Wo sind die? Was soll ich hier machen? Ich habe keinen Anlass für Beschwerden. Ah, jetzt verstehe ich das. Wie erstelle ich denn so eine Transportroute? Ich würde ja... Gehen Sie rein und werfen Sie einen Blick auf die aktuellen Richtlinien. Blablabla. Ja, aber... Hä? Ich soll... Das steht doch da. Erstellen Sie eine Transferroute für Vitamintrinks von... Wallpond, bla 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 bla, nach Arktika Schollen. Was ist das für ein Name? Neuroimplantate produziere ich dann wahrscheinlich in der Arktis. Aber. Ah, wir müssen das wahrscheinlich hier erstellen. Aber wie denn? Ich kann es nicht. Ah, hier unten. Okay. Wir sollen von hier, sollen wir was transportieren? Vitamin-Drinks. Und von der Arktis sollen wir das transportieren. So. Und wie machen wir das jetzt? Ach, lol. Ja, ich hab doch ausgewählt. Ich könnte wetten, ich übersehe hier wieder was, aber ich hab... So. Ja, das sollt ihr machen. Wo ist das Problem? Hups. Nein. Stopp. Das... Nein, abbrechen, nochmal neu. Also, das hier sollt ihr von... Also Zielsektor wählen. Hierhin. Was? Ich soll doch den Zielsektor... Achso, hups. Nochmal. Nochmal neu. Also. Ausgangssektor wählen. Zielsektor wählen. Und abschließen. Ich weiß ja nicht, wie viel die wollen. Ich gebe denen einfach mal 20. Den ganzen Tag lang diesen kalten Temperaturen ausgesetzt zu sein. Mal gucken, ob die jetzt noch genügend haben. Die extra Portion Vitamine zu schätzen wissen. So, und jetzt haben wir nämlich hier zu wenig Informationen. Das hier brauchen wir, bla bla bla. Was brauchen wir nochmal für die Vitamindrinks? Wir brauchen für die Vitamindrinks das hier und das müsste das hier sein. Nein, das ist es nicht. Das müsste das hier sein. Genau. Gut, dann nehmen wir das mal und setzen das hier hin. Und dann bauen wir das mal aus. So, mehr können wir nicht ausbauen, okay. Bauen wir noch da eins hin. So. Das sollte jetzt erstmal reichen.
glaube ich. Und jetzt müssen wir aber die Fabriken dafür noch upgraden. Welches sind denn die Fabriken? Das hier sind die Fabriken. Gut, der produziert mit 250, der mit 100. Dann bauen wir wohl da noch eins dran. Minus 6. Immer noch minus 6. Mit wie viel produziert der? 250. Ich glaube, das wird einfach immer ineffektiver, das zu bauen. Ja, komm. Machen wir noch hier eins hin. Jetzt müssten es plus 12 sein. Und wie viel produziert er? 300%. Sollte ja erstmal reichen. Blablabla. Ja, reicht. Dann können wir jetzt wieder in die Arktis. Wir sind bald schon Millionär, würde ich sagen. Läuft auf jeden Fall. Darf ich schamlos Eigenwerbung betreiben? Ich habe in diesem Sektor auch einen Handelsposten. Komm doch mal vorbei. Ja, mache ich. Kann ich tun, mache ich. Oh, hey. Alles cool bei dir? Lol. Der hat den Scheiß. Gut, dann... kaufen wir ein bisschen. Was? Anforderungen für neuen Erfolg erfüllt. Okay. Wir dürfen gar nicht so viel kaufen, wie ich kaufen wollte, aber egal. Wir können hier weiterbauen. Insofern. Achtung! Neuroimplantate. Bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Aber da haben wir genügend. Neuroimplantate. So. Stellen wir die mal her. Die brauchen. Das hier. Das hier braucht gar nichts außer Credits. Gut. Also, dass wir hier weiter... Ach nee, ist das jetzt auch so ein... Ist das ein Minenbauplatz oder ist es Wasser? Minenbauplatz. Okay. Eine schöne Straße. Nicht, dass sie jetzt irgendwie ziemlich lang wäre oder so. Nein. Okay. Kein Transport... Kann ich helfen? Plus 10, das reicht mir nicht. Ich brauche mehr. Wir brauchen nämlich für unsere andere Insel noch. Kann ich aber nicht bauen. Gibt es denn hier irgendwelche sinnvollen Aufträge außer den einen da? Der eine will ja immer noch... Da haben wir eins von drei gefunden. Ja, ich finde das eh nicht. Dann lehnen wir mal den Auftrag ab. Wo ist denn der? Der müsste... Willkommen, wie geht es Ihnen? Ah, lol. Eine Erleichterung. Auch wenn ich nicht weiß, was ich machen muss. Arbeitskräftemangel verlangsamt Produktion. Wir sollen unser Schiff beladen mit was auch immer, wo überhaupt unser Schiff ist. So, da. Ja, ganz ruhig. Hier läuft ja keine Zeit ab oder so. Also, erstmal Schiff dahin schicken. Hier können wir. Müssen wir weiterbauen. Und zwar bauen wir jetzt mal um diese Dinger herum. So, irgendwie müsste es ja passen, oder? Gut. Verdammt. Dann müssen wir es eins weiter rüber setzen. Dann können wir es machen mit den Häusern. Ja, jetzt friert der schon wieder. Oh Mann. Ist aber auch nicht normal, wie die frieren, oder? Hm. Ziehen wir einfach mal darüber. Nee. Machen wir mal bis hier. Dann noch eine Straße. Die andere Straße wieder abreißen. Es ist immer ein bisschen blöd, dass man zuerst die Häuser bauen muss, weil man nie weiß, welchen Platz man braucht. Aber da müssen wir doch jetzt noch ein Haus reinkriegen. Nee, kriegen wir auch nicht. Okay. Gut, die frieren jetzt schon wieder. Das ist doch kacke. Aber weiter rüber. Ach doch, ich kann sogar eins weiter rüber setzen. So. Jetzt müsste es eigentlich passen. Jetzt können wir den da reinsetzen. Perfekt. Läuft. Also, wir sollen unser Schiff beladen. Jetzt warte mal ganz kurz. Da kriegen wir die Antwort. Beladen Sie Ihr Fahrzeug mit 12 Metallschaum. Wir haben Metallschaum. War mir jetzt irgendwie neu, dass es das überhaupt gibt, aber okay. Dann brauchen wir das. Wie viel produziert ein solches? Das produziert 10 pro Minute. Und wie viel haben wir?
2 davon. Das produziert also 200%, also produzieren wir 200 pro Minute. Also 20 pro Minute, das hier verbraucht 4 pro Minute. Also können wir 4 davon bauen, ist doch gut. Sehr gut. Unsere Kontroll- und Kommunikationssysteme im All werden über solche Schnittstellen bedient. So, wir können auf jeden Fall mal 4 davon bauen, eigentlich. So, und jetzt haben wir zu wenig Strom, viel zu wenig Strom. Wo war der Strom? Der war hier. Und da haben wir zu wenig... Ach nein, das ist doch nicht euer Ernst. Gut, dann machen wir kurz schnell die Mission. Und dann können wir das nämlich, die Mission abschließen, dann kriegen wir diese Container und... Oder was auch immer das ist. So, wohin willst du es haben? Liefern sie die blablabla, bla bla, liefern wir da hin. An den hier müssen wir es liefern und dann nehmen wir gleich mal den Auftrag an. Nicht für mich, sondern zum Wohle des Planeten. Ja, nehme ich an. So, liefer das mal, dann kriegen wir nämlich... Perfekt. So. So, und jetzt die Container einsammeln. Helfen Sie anderen, um sich selbst zu helfen. Ja, mach ich. Aufträge können profitabel im Hinblick auf Material und Ressourcen sein. Ja, sehe ich auch so. Ah, noch ein Container. So, dann können wir nämlich hier auch noch ein bisschen ausbauen. Ja, komm, gönn dir. Alles installiert. Probier's aus. So. Die haben keine Warentransportdings. Bla bla bla. Das müsste jetzt eigentlich wieder laufen. Da oben auch. Der hat auch. Alle haben, alle sind glücklich. Die haben auch. Perfekt. Minus 3 Arbeiter. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen was bauen. Dann setzen wir das wieder darüber. Jetzt haben wir da halt eine kleine Lücke. Ist ja egal. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was anderes hinbauen. Aber ich brauche einfach jetzt die Leute hier. So. Ist jetzt nicht die schönste Siedlung, aber solange die Bilanz auf 9000 bleibt, alles in Ordnung. Setzen wir mal das hier hin. Perfekt. Und dann können wir da unten noch ein paar Häuser hinbauen. Hier und hier. Und jetzt haben wir genügend Arbeiter, genügend Energie, genügend Transporter, alles im grünen Bereich. Jetzt haben wir noch kurz das hier unten ein, dann müssen wir auch genügend Rohstoffe haben, um alles einfach abzugraden. So, und das müssen wir jetzt da hinbringen, oder? Zu dem. So. Gut, dann... Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Keine Ahnung. Also... Wir haben, das produzieren wir, wie viel verbrauchen die denn? Die verbrauchen, wir haben 14 zu viel, das ist in Ordnung, wir haben davon 14 zu viel. Aber das hier verbraucht doch das. Dann bauen wir mal das hier aus, bauen wir mal das hier aus, würde ich sagen, wenn das da, das passt da nicht hin. Ist immer ein bisschen kacke, wenn man das da reinsetzen muss. Wir haben nicht die militärischen Mittel, um damit umzugehen. Bei Ihnen könnte es anders aussehen. Ja. Ich weiß, ich bin gut. Okay, dann müssen wir das auch nochmal versetzen. Setzen wir das mal einfach dahin. Damit wir das hier ausbauen können. So, und... Ja, okay, egal. Gut, das produziert jetzt mit 362%. Das ist schön für das Ding, aber wir machen einfach noch das hier hin. Okay. So, jetzt sollten wir doch eigentlich... Ich hab doch den Auftrag. Bringen Sie... Blablabla. Ach, wir sollen das hier hinbringen, okay. Ja, dann bringen wir das dahin. Koordinaten bestätigt. Ja. Hä? Sie wissen immer genau. Ja, ich verstehe das jetzt nicht ganz. Finden Sie... Blablabla.
bringen Sie die Fracht zu Dr. Harvard Young. Der heißt Harvard, okay. Hey, danke, dass du vorbeikommst. Kann ich dich bei der Sache mit... Wo ist denn der? Ach so, okay. Wir haben nicht die militärischen Mittel, um damit umzugehen. Bei Ihnen könnte es anders aussehen. Ich täusche mich selten in Menschen. Er hat dann Kriegsschiff stehen und sagt, er hat nicht die militärischen Mittel dafür. Okay, also habe ich gesagt, aber das ist kompletter Schwachsinn. So, hier freuen sich alle außer die Energie. Minus 10%. Das ist doch kacke. Wie viel verbraucht denn so ein Ding? Einrichtungen verbrauchen mehr Energie, als sie liefern. Ja, ja. Ihre Produktivität. Ja, haben wir denn hier irgendwo noch eine Mine? Ich brauche noch eine Mine, damit wir Energie kriegen, aber hier hat es anscheinend keine mehr. Doch, hier hat es eine. Perfekt. Bauen wir da kurz noch die Mine hin. Wo ist denn die? Da. Dann kurz noch die Mine ausbauen. Perfekt. Und noch den Weg ziehen. So, und jetzt haben wir Energie. Ja, hab ich schon. Jetzt sind wir hier eigentlich fertig soweit, außer dass wir jetzt aufsteigen können, oder? Ah, nee, die brauchen Gemeinschaft, okay. In Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass die Leute enger zusammenrücken. Besonders mit Terroristen vor der Tür. Jemand hat die Wissenschaftler gerufen? Yep, ich hab die Wissenschaftler gerufen. Automatisch aufsteigen, ja, ja, bla bla. So. Ja, ich habe die Wissenschaftler gerufen und jetzt müsste ich es eigentlich upgraden können, wenn ich 750 Wissenschaftler habe. Ja, danke. Okay, das wird eine große Siedlung, bis wir 750 Wissenschaftler hier haben. Upgraden. Einfach alles upgraden. So, und solange die hier aufsteigen, können wir auf die andere Karte gehen und wir machen hier noch eine Route. So, Waren wählen. Und zwar wähle ich das hier. Ausgangssektor wählen. Zielsektor wählen. Und wir liefern 14. Nein, wir liefern keine 14, wir lieben. Können wir mit dem Bau beginnen? Liefern wir mal 10. Können wir ja immer noch ändern. Aber ich habe mit John Rafferty gesprochen. Und es gibt ein paar Probleme bei der Umsetzung. Okay. Gib mir einen Statusbericht. Verbunden. Ja, 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 alles in Ordnung. Also. Erstmal gehen wir hier hin. Wir sind schon Stufe 9, können wir eigentlich... Achso, wir schalten diese Zeichen hier frei. Stufe 24, Stufe... Ja, ich will eigentlich keins von diesen Zeichen. Pläne, Mitarbeiter, Ah, lol, hier stehen ja diese ganzen Pläne. Okay. Oh, da können wir aber viel bauen. Okay, sehr schön. Und zwar an der Polizei. Die Polizei war auch immer in Anno 2070 das Problem, bei mir auf jeden Fall. Ich habe die nie so gerne gebaut. Stimmt, kann man eigentlich die Polizei, die kann man nicht upgraden, gell? Nee, schade. So, dann müssten wir hier auch noch Polizei und so bauen. Aber sobald unsere Forschung abgeschlossen ist, stehen wir wieder im Scheinwerferlicht. Ja, 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 freudig. Und damit würde ich auch sagen, nach dieser Polizeistation sind wir auch schon fertig. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, einschalten bei Anno 2205 Projekt. Stimmt, das hatte ich noch gar nicht gesagt, das heißt jetzt... Projekt Megafirma, weil es ist ja eine Firma und es wird ein Megaprojekt, also viel Spaß noch.